Ja, habe ich. Jungs. Jetzt? Ja. Jungs, Glückwunsch zu Silber. Konrad, von außen sah es nach eurem Start nicht danach aus, dass ihr hier zur Siegerehrung kommt. Was war los? Ja, es war ein bisschen schwierig, so die Startphase. Also erst gab es einen Fehlstart, da sind wir mit dem Vierer noch auf den Start schon raufgefahren. Und danach haben sie uns von technischen Schwierigkeiten erzählt und ich dachte so, na gut, dann nehmen wir das Paddel nochmal zurück und auf einmal kam ein Startsignal. Das hat ein bisschen verwirrt und dann sind die Polen stark losgefahren, aber wir haben uns nochmal gefangen und dann lief es auch sehr gut. Okay, Sebastian, so kurz hintereinander zwei harte Rennen und das aus einem Konditionslehrgang. Wie hast du es gepackt? Wie haben die Arme und Beine mitgemacht? Ja, wir haben uns jetzt in Kienbaum natürlich auf die Weltmeisterschaft schon eher vorbereitet, also haben viele Umfänge trainiert. Nichtsdestotrotz haben wir genug Erfahrung, dass wir hier auch eine gute Form anbieten können. Also letzten Tage ging es noch ein bisschen schwer, aber jetzt haben wir genau den Punkt gefunden, wo es dann wieder ein bisschen aufwärts geht. Und ich denke, das zeigt zwar auch aus dem Training raus, schon gut in Schuss sind. Jetzt gilt es dann natürlich, das mitzunehmen für die WM, dass wir da dann nochmal einen Schwung nach oben machen. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Danke und Glückwunsch. Danke.